So, wir sind live und warten mal auf unseren heutigen Interviewgast. Hi! Hello! Servus Alex! Sehr hi, cool, dass du. Hi, sehr cool, dass du es geschafft hast. Freue mich mega. Ja, danke dir für das Interview. Ja, sehr gerne. Das ist auch mein erstes Interview. Wahrscheinlich auch deins. Hast du schon mal einen Livestream gemacht auf Instagram? Noch nicht, nein. Okay, das heißt für uns beide neu. Ja, cool, dass du die. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben heute ein Interview, um dich mal kurz vorzustellen, mit Alessandro Milea von Gitarre lernen online. Du bist Produzent, Dozent, Gitarrist und Gitarrenlehrer, als auch YouTuber. Und vielleicht stellst du dich nochmal kurz selber vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Wie bist du zur Musik gekommen? Wie bist du zum Gitarrelehren gekommen? Und ja, genau. Ja, also grüße ich alle. Mein Name ist Alessandro Milea. Ich komme aus Südtirol, das ist ganz im Norden von Italien. Ich habe immer schon in der Musik mein eigenes kleines Universum finden können. Also wenn gerade mal irgendwie nichts mehr geht, The World of Music on, gibt es da so eine schöne Grafik auch, was du das schon kennst. Ja. Genau, und ja, ich habe als Kind schon angefangen, Klavier zu spielen, allerdings nur Klassik. Das hat mir dann nicht so getaugt, ehrlich gesagt. Sorry an die Klassiker. Habe dann irgendwann durch einen Schulfreund in der späten Volksschule oder sowas Guns N' Roses kennengelernt und dann auch noch Led Zeppelin, Black Sabbath und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist es eigentlich so ziemlich, was ich in meinem Leben machen möchte. Und habe dann auf meine erste Gitarre hin gespart. Das war eine Epiphone Les Paul, was damals für mich die coolste Gitarre der Welt war. Und ich habe so ziemlich dann 12 Stunden am Tag nichts anderes gemacht als Gitarre gespielt eigentlich. Oh, wow. Ja. Und dann kamen halt auch Bands und so weiter. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwann, also ich bin auch viel gereist durch die Musik, Los Angeles, Berlin, habe auch in vielen Orten gelebt, viele Bands gehabt, viele Collaborations gehabt. Und das ist nicht mehr so die 80er sind, in denen wir momentan leben. Mhm. Und ich spiele am liebsten eigentlich Classic Rock, also eben Led Zeppelin und so Sachen. Aber ich habe mir gedacht, ich will dann auf jeden Fall was mit Musik machen. Was könnte ich noch machen? Natürlich lehren. Und macht mir unglaublich viel Spaß. Also ich bin mega happy, Lehrer geworden zu sein. Neben dem Spielen auch noch nebenbei, was ich heutzutage auch noch alles mache. Und habe dann kurzerhand beschlossen, in Wien am Konservatorium EGP Popgitarre und Schwerpunkt Jazzgitarre zu studieren. Und ja, nach dem Studium habe ich dann dürfen an der Deutschen Pop unterrichten, Deutsche Popakademie, also auch im Songwriting tätig sein und auch dort lernen, was mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist ein bisschen ein komisches Hobby. Songwriting haben nicht so viel, aber ich finde es unglaublich, unglaublich spannend und sehr lehrreich auch. Ja, absolut. Mhm. Genau, das ist so ein bisschen mein Werdegang. Und ja, super. Beschlossen auch neben dem Live-Unterrichten auch Kurse anzubieten, auch Videos aufzunehmen, YouTube-Kanal und so weiter und so fort. Einfach weil ich diese wahnsinnige Freude, die ich selbst empfinde, wenn ich Musik mache, auch weitergeben möchte. Ja, also das merkt man auf jeden Fall auch. Ich habe auch einige deines Videos schon gesehen, beziehungsweise ich verfolge dich auch schon länger. Also man merkt halt, dass du wirklich eine Passion hast, zu lernen und das, dir das einfach wirklich Freude bereitet. Also das kommt auch in den Videos absolut rüber. Und ist sehr lustig tatsächlich, ich kann mich auch damit ein bisschen identifizieren. Ich habe auch erst Klavier gespielt und mir wurde leider der Spaß auch etwas genommen, weil ich eine Klassiklehrerin hatte und dann halt mit irgendwie 11 Jahren dann irgendwie Beethoven zu spielen war halt nicht so cool. Und dann kam halt natürlich die Gitarre und das war auch für mich absolut dann Liebe auf den ersten Blick, würde ich sagen. Und ich habe auch mit einer Epiphone angefangen. Ja. Und das bringt mich auch schon zur Frage, was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt ein kompletter Einsteiger ist? Du hast ja sicherlich oder hast schon sehr viele Schüler auch begleitet und betreut, der jetzt das Gitarre online lernen möchte. Was würdest du da empfehlen für den Anfang? Worauf sollte man da achten? Sucht euch einen Lehrer, der mit dem ihr glaubt, auf einer Welle zu sein. Das ist, glaube ich, am wichtigsten. Also von denen könnt ihr auch am meisten lernen. Es bringt nichts, wenn ihr einen super Lehrer habt, der euch aber komplett das Falsche lehrt, das euch nicht so interessiert. Um euch selbst die Motivation am höchsten halten zu können, ist es wichtig, erstens viele Songs zu spielen, zweitens das zu spielen, was ihr auch wirklich wollt. Mhm.
würde ich mal behaupten. Und da hat man heute ja wahrscheinlich auch einfach die Möglichkeit, sich, sag ich mal, den passenden Lehrer auszusuchen, da es ja auch über YouTube auch die Möglichkeit gibt, wirklich Lehrer auszuprobieren, anzusehen, wie die Lehrmethode passt für einen. Genau, ja. Was würdest du sagen, gibt es einen typischen Anfängerfehler, die Gitarristen machen, wenn sie starten? Was ist da deine Erfahrung bezüglich typischer Fehler, die man da am Anfang machen kann, um sich eventuell den Lernerfolg so ein bisschen zu verbauen? Ich weiß, viele hören das vielleicht nicht gerne, aber auf Musiktheorie komplett zu verzichten. Es Warum? kann ich jetzt im Nachhinein sagen, na, weil einfach Musiktheorie auch wahnsinnig wichtig ist. Also es ist natürlich nicht nur Musiktheorie, weil es ist auf die Dauer ein bisschen langweilig. Aber wenn man es spielerisch in den Unterricht mit einbaut, dann bringt es da wirklich verdammt viel, weil das Musikuniversum, ja, es ist groß, aber es ist überschaubar, also die Informationen. Und vor allem, wenn man immer wieder ein bisschen auch Theorie einbaut im Unterricht, dann merkt man immer mehr, dass das große Gesamtkonstrukt eigentlich zusammenhängt. Also jeder Teilbereich der Theorie ist miteinander verknüpft. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann glaube ich, dann fangst du an, auch wirklich Musik zu verstehen. Ja, mega interessant. Da ist es wahrscheinlich, denke ich mal, wichtig, wie du schon gesagt hast, auf welche Art und Weise man wahrscheinlich die Musiktheorie dann vermittelt letztendlich, dass es eben nicht so super trocken ist, sondern dass man das dann irgendwie spielerisch mit einbaut. Genau, ja. Und auch viele Songs spielt immer. Ja. Gerade am Anfang ist es wichtig, auch bei kompletten Anfängern. Ja, fang von mir aus an mit Highway to Hell, Smoke and Water, ganz egal. Aber es ist wichtig, die Motivation einfach hochzuhalten, dass die Schüler, vor allem auch Kinder, wo die Motivation schneller flöten geht, natürlich, mit einfachen Songs eben sehen können: Oh, das kann ich ja, das würde sogar funktionieren. Genau. Ich denke, die meisten starten wahrscheinlich auch, um halt irgendwie mal einen Song spielen zu können, der aus ihrer Jugend eben war oder einen aktuellen Song wahrscheinlich, oder? Deswegen starten auch viele Schüler. Genau. Okay. Gibt es eine Sache beim Gitarrelernen, wo du sagen würdest, jetzt aus deiner Erfahrung rückblickend als Dozent, als jemand, der sehr viele Gitarrenschüler betreut hat, die man nicht so auf dem Schirm hatte am Anfang, die aber mega wichtig ist, darauf zu achten. Würdest du auch sagen, das ist die Musiktheorie oder gibt es da noch andere Aspekte, auf die man unbedingt achten sollte am Anfang, die man vielleicht einfach so am Anfang überhaupt nicht am Schirm hat, bezogen auf den Lernerfolg? Spielen, viel spielen, würde ich vielleicht sagen. Einfach nur, also viele verlieren sich auch meistens. Zum Beispiel, es gibt wahnsinnig viele Apps für Musiker heutzutage. Oder sie schauen sich einfach viel zu viele Videos an oder viel zu viele Informationen, die man aber nicht wirklich braucht, gerade am Anfang. Am Anfang ist es wichtig, einfach die Gitarre in der Hand zu haben und zu spielen, weil vor allem am Anfang kann die Gitarre noch ein bisschen als Fremdkörper sich anfühlen. Aber je mehr du damit Zeit verbringst, umso schneller wirst du auch damit dann Erfolge haben. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das Risiko, wahrscheinlich durch die ganzen Gitarrenvideos, die es heutzutage da eben draußen gibt, dass man einfach vielleicht so ein Information Overload bekommt, dass man vieles durcheinander macht und halt wirklich keine so eine feste Struktur hat, oder? Genau so ist es. Deswegen habe ich das auch für mich entschlossen. Also ich verkaufe ja auch Kurse über das Gitarrenlernen und mache auch YouTube-Videos. Und die YouTube-Videos habe ich für mich selbst entschlossen, sollten kurz und knackig sein. Also ich habe Videos, die dauern 3, 4 Minuten, da erkläre ich einen Song. Und wenn man dann aber noch tiefer interessiert ist, die ganze Info gibt es dann im Kurs sozusagen. Stimmt, das ist wahrscheinlich ein gutes Konzept, um einfach die Leute auch nicht zu überfordern am Anfang und einfach völlig wirr das durchzulernen. Ich kenne es selber, es gibt dann, schaust du da wieder ein Video und da gibt es einen amerikanischen Lehrer, dann gibt es da den deutschen Lehrer, die haben auch teils andere Philosophien wahrscheinlich, ja, und wie Genau. man beim Gitarrespielen vorgeht. Und da wahrscheinlich wieder der erste Tipp, den du auch genannt hast, dass man auch für sich den richtigen Lehrer suchen soll und wahrscheinlich auch dann irgendwie ja, maximal ein, zwei Lehrer hat, aber jetzt nicht irgendwie fünf, sondern sich irgendwie auf eine Philosophie, auf ein Konzept zu entscheiden, oder? Genau, so ist es. Okay. Ja, das bringt mich schon zur nächsten Frage. Was würdest du sagen, wie kann man die Übungsmotivation hochhalten, wenn du sagst, man soll wirklich viel spielen, dass das sehr, sehr wichtig ist? Wie kann man die Übungsmotivation hochhalten? Weil es sicherlich ja auch Dinge gibt, die
muss man einfach üben und vielleicht muss man ja auch wirklich unterscheiden zwischen was zu spielen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch wirklich zu üben. Wie würdest du da die Unterscheidung treffen? Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Spielen, von Songs spielen, weniger als jetzt stundenlang da sitzen und eine Tonleiter üben. Sondern wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir schauen uns jetzt, keine Ahnung, mixolydisch oder so, sowas an, dann versuche ich das auch immer mit Songs zu verbinden. Weil da einfach, erstens merkt man sich's leichter, weil du dann den gewissen Sound auch dazu hast, also den gewissen Bezug. Was ich zum Beispiel gern mache, mixolydisch, ist der Sound of AC/DC von mir. Alle AC/DC-Songs, das ist der Sound einfach von einem mixolydischen Tonleiter. Und ich verbinde das einfach gerne mit Songs, weil, wie gesagt, wenn die Schüler Songs spielen, dann bleibt eben die Motivation am höchsten. Und dann haben sie auch immer Lust nach mehr Informationen, automatisch. Ja, das ist tatsächlich ein guter Tipp, das zu verknüpfen einfach dann, ja, weil dann übt man wahrscheinlich automatisch, genau. Genau, Stimmt, guter Tipp. wenn ich den Schüler so trocken, ja, spiel mir diese drei Tonleitern, übe die bis nächste Woche, schaut sich ja niemand an. Aber wenn sie es mit einem Song verknüpfen, dann ist das was anderes. Oder mit einem Solo. Wenn man auch was ich gerne mache, es sind Solos zu transkribieren. Natürlich immer auf den Schüler abgestimmt. Aber wenn jetzt einer sagt, er ist, keine Ahnung, ein John Petrucci-Fan, also Dream Theater, dann schaue ich ein Solo zu finden, eben was eben genau diesen Skalencharakter hat. Und sozusagen verbinde ich das dann mit dem Skala-Üben, mit Ja, dem Tonleiter-Üben. sehr clever. Ich denke, dass viele Lehrer das aber leider nicht so oder noch nicht so umsetzen, die leider immer noch sehr trocken aus der Theorie sind. Und da muss man wahrscheinlich auch wirklich diesen Switch schaffen. Würde mich auch mal interessieren, du hast ja Musik eben auch studiert. Ich meine, da wird mir ja schon auch sehr theoretisch angeleitet. Also es gibt da wirklich sehr viel Theorie, die du da wahrscheinlich lernst. Und da diese Übersetzung zu schaffen, auch wieder in diese Schülerperspektive zu gehen und sich in den Schüler hineinzuversetzen, fällt wahrscheinlich vielen gar nicht so einfach, weil sie so aus dieser theoretischen Richtung kommen und das dann versuchen, eins zu eins überzustülpen. Aber da geht es ja nicht um Studium, sondern wirklich auch den Spaß den Schülern zu vermitteln. Genau, ja. Also Gitarre spielen ist für mich Magie. Das ist pure Magie. Und ich erinnere mich noch, als ich angefangen habe, ich habe komplett als Autodidakt angefangen. Ich habe erst am Konservatorium selbst meinen allerersten Gitarrenlehrer gehabt. Also ich habe davor von Theorie nichts gewusst. Aber ich hatte zum Glück ein relativ gutes Gehör. Also ich konnte Solos einfach so nachspielen, nur durchs Hören und auch Akkorde und ganze Songs und so weiter. Und ja, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass dein Gehör der beste Freund ist und nicht nur die ganze Musiktheorie. Was ich mich erinnere, ich hatte Angst, dass wenn ich, also ich hatte nichts gegen Lehrer damals, als ich angefangen habe. Ich habe einfach Angst gehabt, dass wenn ich einen Lehrer hatte, der meine Spielweise zu sehr beeinflussen würde, weil es geht ja um den persönlichen Touch. Du kannst nicht klingen wie Slash, du kannst nicht klingen wie Eddie Van Halen, du kannst nur klingen wie du selbst, weil der Ton ist in den Fingern. Ja. Genau. Das davon Was? habe ich ein bisschen Angst. Und deswegen ist das mit der Musiktheorie auch immer so ein bisschen so schleichend einzubinden und nicht direkt, das ist die lydische Tonleiter. Ja. Das ist eben, genau. Macht Sinn, ja. Was würdest du sagen, wie kann man denn als Gitarrist seinen persönlichen Stil denn dann finden? Wie kann man ihn da entwickeln und welche Rolle spielt denn dann der Lehrer auch bei dieser Entwicklung? Der Lehrer kann im besten Fall nur motivieren, kann dem Schüler Neues zeigen, wenn er merkt, okay, dem Schüler gefällt AC/DC zum Beispiel. Ihr habt auch einige Kinder, denen gefallen Kiss oder AC/DC und so weiter, dann gehen wir ganz klar in die Richtung. Dann nutzt das nichts, wenn ich denen vom John Petrucci zeige oder sowas. Ja. Gleich auch in die andere Richtung. Wenn jetzt einer kommt, der ist Paul Gilbert-Fan und will nur, macht es nicht Sinn, wenn ich da, genau, weißt Ja, du, schwierig, ja. genau, also wichtig, also auf den Schüler einzugehen und schauen, in welche Richtung möchte der denn gehen. Ja, Und okay. dann ihm Bands zeigen, wird er das gefallen, wird er das nicht gefallen und somit auch langsam den eigenen Stil finden, sage ich mal. Also der Lehrer ist praktisch so eine Art Brückenbauer und der Schüler muss aber natürlich selber drüber gehen. Genau, also am besten nur als Wegweiser fungieren, der Lehrer. Niemals Okay. sagen, geh in die Richtung, sondern nur Ja. schauen, was würde dem gefallen und dann schauen, könnte dir das gefallen? Okay. Genau. Du hast gerade das Gehör
angesprochen, dass es sehr, sehr wichtig ist, ein Gehör zu entwickeln. Denke ich ja nicht nur als Gitarrist, sondern generell als Musiker. Was kann man da machen, um ein Gehör zu entwickeln? Ich denke, da gibt es manche, die haben einfach bringen schon eine Art von Gehör mit, versus andere, die einfach da ein bisschen mehr Schwierigkeiten haben. Was würdest du denen empfehlen? Man kann das wieder von zwei Standpunkten beobachten, von einem sehr musiktheoretischen Standpunkt, also so wie es man das am Konservatorium gelehrt bekommt, so mit Intervallen, Intervalllehre und genau, Solfeggio, Ear Training und diesen ganzen wunderschönen Zeug. Oder einfach, indem man probiert, selbst Songs zu transkribieren auf der Gitarre. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, bevor ich meine allererste E-Gitarre hatte, hat mir, erinnere mich noch, meine Tante eine Akustikgitarre geschenkt, die sie neben einem Mülleimer gefunden hat. Da waren drei Saiten drauf, also eine klassische Konzertgitarre, die war komplett irgendwas. Und meine Lieblingsbeschäftigung war es damals, mir Green Day anzuhören und Blink und diese ganzen Offspring und diese ganzen Teenie-Punk-Bands. Ich weiß nicht, ob das das Genre ist. Und einfach per Gehör auf einer eben ungestimmten Gitarre, ich hatte ja keine Ahnung von Gitarrestimmen, herauszuhören, wo jetzt die Noten am Griffbrett sein könnten und das halt so mitzuspielen. Und was ich damals aber unbewusst so gemacht habe, ich habe wahnsinnig mein Gehör trainiert. Weil ich habe das ja monatelang gemacht, ich habe monatelang nichts anderes gemacht. Genau. Andererseits kann man es auch von einem sehr theoretischen Standpunkt, wie gesagt, betrachten, indem man Intervalle übt. Wir sind ja permanent umgeben von Tönen. Und das vermittle ich auch gerne in meinem Unterricht, diesen Approach so, weil es auch wirklich sehr, sehr effektiv ist. Es ist nicht so musiktheoretisch eben, aber es ist wirklich eine effektive Methode, dass du zum Beispiel durch Eselsbrücken, die meistens Kinderlieder sind, die Intervalle lernst, sozusagen. Also zum Beispiel, morgen kommt der Weihnachtsmann, da, da, da. Ist eine Quint, eine Fünf. Und wir sind permanent umgeben von Tönen. Und du kannst einfach nur schauen, wo sind zwei verschiedene Tonhöhen, gerade die dich umgeben. Was ist das für ein Intervall? Ein Krankenwagen zum Beispiel ist eine Quart. Okay, gut zu wissen. Muss man nachspielen. Okay, sehr interessant. Oder halt, wie gesagt, dann einfach die Gitarre aus dem Mülleimer suchen und dann selber stimmen. Genau, ja. Okay, cool. Jetzt bist du am Anfang darauf eingegangen, dass du ja schon ziemlich in der Weltgeschichte auch rumgekommen bist, Los Angeles und verschiedene Städte. Was ist die kurioseste Sache, die dir mal als Musiker oder als Gitarrenlehrer passiert ist? Die kurioseste Sache, boah, einiges. Also ich denke, was auf jeden Fall lustig war, war zum Beispiel, als ich in Los Angeles war, war ich in einem Gitarrengeschäft und da hat mich so eine ältere Frau angesprochen, was eine Sängerin war, also die war bestimmt 60, wenn nicht noch älter, und die war der allergrößte Ronnie James Dio-Fan. Und ja, die hat irgendwie gerade ein Single aufgenommen und ob ich nicht in ihrem Video mitmachen möchte. Ich dachte, ja, okay, Connections kann nie schaden, ja, warum nicht? Dann sind wir halt in Los Angeles herumgefahren mit einer Filmcrew und ich habe halt gepostet für einen Song, den ich nicht wirklich geschrieben habe. Also allein das Feeling war wirklich seltsam. Ich habe halt so getan, als würde ich das Solo nachspielen. Das war sehr kurios, ja. Okay, krass. Ich meine, es ist aber heute ja immer noch so, dass viele, glaube ich, einfach nur Playback spielen oder halt das einfach irgendwie nachspielen. Aber hast du den Song gar nicht gekannt oder wie hast du einfach so irgendwas gemacht? Ich habe es einfach durch das Gehör probiert, den Song zu transkribieren, schnell auf der Gitarre und dann halt so zu tun, als würde ich ihn in echt spielen, während es aufgenommen worden ist. Gibt es das Video noch? Ja, das gibt es tatsächlich auf YouTube. Das heißt The Wizard of Rock. Okay. Genau. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, grüßt euch. Okay, cool. Und als Lehrer, gibt es da irgendwie eine kuriose Erfahrung, die du gemacht hast? Oder kann auch im positiven Sinne sein. Muss ja auch nicht immer lustig sein. Als Lehrer, ja, Musik ist, also dieser Bereich von Musik, wie ich davor gesagt, im Songwriting ist eins meiner größten Hobbys und eins der größten Mysterien des Universums auch, ist nicht für jedermann Sache. Und als ich an der Deutschen Pop angefangen habe, als Dozent im Songwriting zu unterrichten, war es für mich wirklich, wirklich unglaublich erfüllend zu sehen,
dass das tatsächlich auch viele Menschen sehr interessiert. Weil ich war da irgendwie so allein, will ich mal sagen, unter Anführungszeichen. So, weil die meisten, keine Ahnung, spielen Fußball oder schauen Fußball oder spielen PlayStation oder Xbox und so. Und die wenigsten haben irgendwie das Hobby, Songwriting und auch mit Menschen zu reden. Was gehört da alles dazu? Wie schreibt man einen gescheiten Text? Wie setzt man gezielt Hooks und so weiter? Das ist wirklich spannend. Und da Mega auch Menschen zu interessant. finden, mit denen man das vermitteln kann oder auch mit denen man darüber diskutieren kann, ja, das habe ich sehr, sehr erfüllend gefunden. Machst du das immer noch, oder? Naja, jetzt durch die Pandemie ein bisschen weniger leider. Aber ja, wird schon wieder losgehen, hoffe ich sehr. Ja, hoffen wir mal, Aber ja. auf jeden Fall auch durch diese ganzen Erfahrungen habe ich auch es geschafft, ein Buch zu schreiben über eben Lyric Structure, also wie man richtig guten Text schreibt und starke Hooks setzt auch. Mega. Wie heißt denn das Buch? Das bringt mich auch schon zur Frage, wo findet man dich, wenn man ja, dich jetzt hier hört und dich als Gitarrenlehrer auch interessant findet? Wo findet man dich? Was machst du? Wo kann man dich eventuell kontaktieren? Also auf meiner Homepage, gitarrelernen-online.com oder sonst auch gerne einfach E-Mail schreiben, milea@gitarrelernen-online.com, also milea, Milea, mein Nachname. Sehr cool. Und genau, sonst findet man mich auch auf YouTube, wie gesagt, Instagram, leider eher selten. Facebook bin ich aktiv und ja. Und das Buch gibt es da auch auf der Webseite, oder? Genau, das Buch und meine ganzen Kurse. Also ich habe dann einen Akustik-Gitarrenkurs, den bin ich gerade am Überarbeiten. Und genau, was ich auch immer wieder den Menschen sagen möchte, dass die Kurse nicht definitiv sind, weil viele glauben ja, jetzt kaufen sie den Kurs und da passiert dann nie wieder was. Ich überarbeite diese Kurse permanent, konstant und auch vor allem den Akustik-Gitarrenkurs, den bin ich gerade am komplett neu aufbauen von null sozusagen. Einen Ukulele-Kurs habe ich auch da hat sich eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Ortega geöffnet sozusagen. Und einen E-Gitarren-Kurs und eben auch mein Songwriting-E-Book, was ich Ach, eben cool. aus vielen Jahren Unterricht an der Deutschen Pop zusammengeschrieben habe sozusagen. Und da The Best of in einem Buch zusammengefasst habe. Sehr cool, super. Ja, auch wir haben ein kleines Special, also jeder, der interessiert ist, wir haben auch ein kleines Buch geschrieben, ist noch in der Rohfassung. Unser Gitarrenstartenleiter. Nicht so als Gitarre lernen Starterleitfaden. Und den kann jeder bekommen unter, schreibt uns einfach eine kurze E-Mail auf gitarrelernen.magazin@gmail.com und dann könnt ihr einfach die Rohfassung haben als kleines Special, falls euch das interessiert. Genau, wir haben jetzt 23 Minuten, die Zeit ist mega verflogen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Vielen, vielen Ja, Dank, dass du dabei warst. mir auch. Danke vielmals für das Interview. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Können wir gerne mal wieder wiederholen, falls es mal auch Fragen gibt oder so, würde mich sehr freuen. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Hattest du vielleicht noch jemanden aus deinem Netzwerk oder den du kennst, für den eventuell so ein Interview auch interessant wäre? Wenn du jemanden kennst, kannst du uns gerne Bescheid geben. Würde uns sehr freuen. Werde ich machen. Genau. Alles klar. Super. Dann danke, dass du dabei warst. Schönes Wochenende. Auch vielen Dank an all die Zuschauer, die dabei waren. Und ja, vielleicht hört man sich dann nächstes Mal wieder. Ja, gerne. Würde mich sehr freuen. Danke. Alles klar. Schönes Wochenende. Danke. Ciao. Ciao.